bin am 5. März mit dieser Songidee erwacht, habe das Lied am selben Tag fertig geschrieben. Und für mich war es so ein Moment von Yeah! Ich bin unter dem Schutz des Höchsten. Aber in den letzten 3 Wochen ist hier in der Schweiz und weltweit so viel passiert, dass ich ehrlich gesagt meinen anfänglichen Enthusiasmus etwas verloren habe. Ja, da ist die Realität des Coronaviruses. Andererseits habe ich auch die Realität des Wort Gottes. Und ich bin momentan im riesigen Spannungsfeld. Weil das ist keine Garantie und das Coronavirus ist eine Bedrohung. Aber trotzdem ist es eine Zeit, wo wir echt unseren Kopf hochhalten sollen und in Zuversicht vorwärts gehen können. Es ist sicherlich nicht angebracht, jetzt irgendwelchen christlichen Heroismus zu verfallen und zu sagen, ich bin ein gottesfürchtiger Mann, deshalb wird mir nichts passieren. Aber trotzdem dürfen wir im Glauben vorwärts gehen und ich möchte dir kurz eine Anleitung geben, wie ich mit diesem Spannungsfeld umgehe. Und zwar anhand vom Psalm 118. Da steht im Vers 14 geschrieben, der Herr ist meine Stärke, er ist mein Lied und er wurde mir zum Heil. Hier hat der Psalmist die Gegenwart Gottes gesucht, ist vor Gott gekommen, hat Friede erfahren, hat eine neue Perspektive gewonnen, konnte seinen Glauben stärken. Und dann heißt es so schön, er ist mein Lied. Die Kraft eines Liedes ist es, dass wir es überall mit uns tragen. Wir pfeifen es unter der Dusche, wir summen es, wenn wir aus dem Haus gehen. Sogar wenn wir im Bett sind, dreht es irgendwo in uns. Die Worte, die Melodie, die bleibt bei uns. Und es ist mein Gebet, dass dieses Lied für euch so ein Soundtrack der Zuversicht wird. Denn die Medien momentan spielen einen Soundtrack der Angstmacherei und der Ungewissheit. Aber die Kraft von Lobpreis ist es, dass wir damit kämpfen können, unseren Glauben aktivieren können. Und wenn es unseren Glauben aktiviert, dann glaube ich, bewegen wir auch das Herz Gottes. Und dann werden wir sehen, was eben im dritten Teil steht. Und er wurde mir zum Heil. Ich glaube, wenn wir Gottes Herz bewegen, dann werden wir auch seine Barmherzigkeit sehen, seine Macht sehen, seine Souveränität. Und deshalb haben wir allen Grund zur Zuversicht.